So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder bei einem weiteren Let's Play. Dieses Mal Enshrouded und nicht alleine, im Coop mit dem guten Wack Platin, Slice und Kaboom. Sag mal hallo. Moin. Hallo. Moin. So, Wack kennt ihr ja von verschiedenen Let's Plays und auch von den Streams. Mit Kaboom und Slice habe ich früher viel PUBG gespielt und zwischendurch mal Tarkov. Es lohnt sich also auf Twitch vorbeizuschauen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Das ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Ich würde sagen, wir labern gar nicht groß drum rum, wir legen los. Also, wir machen Charakter. Ich weiß gar nicht, ob ihr auch einen machen müsst oder ich euch dann einlade. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Warte mal schnell. Also jeder muss sich mindestens einen Charakter machen. Okay, ja, mach doch mal einen Charakter. Ja, das wird die Frisur. Passt. Ja, das passt. Aber ja. Das passt. Name. Oje. Nexus. Charakter Nexus. Ja, vielleicht lasse ich das zuerst löschen. Nexus. Die Kamera schieben wir vielleicht noch und die Lautstärke ändern wir unter Umständen auch noch. Chat, ihr müsst mir dann Bescheid geben, ob es laut genug ist oder nicht. So, erstellen. Nexus Stufe 1. Spielen. Also, starte eine private Lohn, starte ein öffentliches Lokal und Online-Spiel beitreten. Okay, ich würde sagen, ich horste mal. Ich mach mal hier schnell aus. Dass man etwas. Neues Spiel erstellen. Meine Welt bearbeiten. Next. Welt. Fertig. Maximale Spielanzahl machen wir mal 4. Dann kann euch das schon so schnell zeigen für euch auch. Hier, so sieht das wohl aus. Ja. Also, dann mache ich schnell ein Passwort. Long ago, a wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud. A ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Okay, ich bin erwacht. Irgendwie. Da hüpft jemand rum vor mir. Ich habe anhand der Tasten gehört, was du für ein Passwort hast. Ja, klar. 1, 2, 3. Okay, Kaboom ist schon da. Slice ist noch in der Dings. Hi, wo ist Wack? Ich tue die gerade. Ich hatte dir das Passwort geschickt, ne? Ja, ich hab's gerade gesehen. Wunderschön. Oh, Alter, ist die Steuerung schnell. Warte mal schnell. Einstellung, Steuerung, Kameraempfindlichkeit, man hier mal runter, 50. Also, ein gutes Ding ist schon mal, dass ich nicht brennen kann. Gut, dass ich es getestet habe. Aber es gibt keinen Teamschlag. Können wir mal... stell mal alle in einen Kreis, bitte. Also so in so ein Rechteck. Ja, genau, so, ja, jetzt. So, und jetzt springt. Sieht so aus, wie. Kennt ihr dieses eine Lied? Welches Lied?
es sieht so aus. Ja, egal. Okay. Wenn ich jetzt einen Cutter hätte, dann würde ich den beauftragen, solche Sachen zu schneiden. Einen lustigen, kurzen Clip zu machen. Also, was haben wir denn hier? Und Grispaw, dankeschön. Darkpaw, dankeschön für den Primon. Okay, wir reden mit der Flamme. Soll ich es vorlesen? Du hast zu lange geruht. Flammenbrut. Das Gluttal ist untergegangen. Verschlungen vom Miasma. Die ewige Flamme ruft nach dir. Finde einen Ort in dieser erloschenen Welt und errichte einen Flammenaltar, um dich von der Dunkelheit zu schützen. Gummibär, hüpfen hier und da und überall. So sieht's aus, wenn ich durch die Gegend springe. So, Chat, ist Lautstärke gut für euch im Spiel? Holy shit, du kannst eigentlich richtig sick Ballen hoppen. Ja. Ja. Ausgeruht. Noch eine Minute. Okay, hey, cool. Bis jetzt, ja, okay. Freigeschaltet? Wie bitte? Er hat hier schon was freigeschaltet. What? Ich hab nur was aufgesammelt. Dich erwartet eine große, geheimnisvolle Welt voller Gefahren. Drücke I, um deine Karte zu öffnen und deine Entdeckungen im Auge zu behalten. Oh ja, hier war was zu sammeln. Ich habe I gedrückt. Aber irgendwie sollte es wahrscheinlich M sein, ne? I, es ist M. Ebene für erste Basis. Okay, da gehen wir hin. Ich lasse die Kamera mal hier, Chat. Ich glaube, die ist ganz gut hier. Ja, wir haben ein Buch hier. Also. Oh. Allgemein. Die Frage ist, übe das Fallschaden? Ja, finde raus. Da unten ist auch ein Wolf. Über das Flüstern der Flamme. Bist du jetzt echt gesprungen? Nein, Digga. Warum sagst du das zu Slice? Es gibt übrigens Fallschaden. Meine Damen und Herren, unser Quartett wurde zu einem Trio. Leider in der ersten Folge schon gestorben. Slice? Nein, okay, ich lese hier schnell vor. Reines Licht umhüllt das Wissen der Erbauer. Schützt es um einem flammenden Kern. Eine Weisheit, die weit über meine eigene Vorstellungskraft hinausreicht. Ich könnte stundenlang ins Feuer starren, nach Antworten suchen, nach einem Flüstern. Aber das ist nichts. Obwohl es eine Stimme hat, spricht es nur zu jenen, die aus der Flamme geboren wurden. Eine Schande. Ich glaube, wir können erhellende Gespräche führen. Balthasar. Balthasar? Ja, nicht der aus dem Chat bei uns. Also, alright. Dich erwartet. Aha, das haben wir, ja. Es steht hier wirklich I, aber es ist M, die Karte. Gut. Slice, wie hast du die Lebenspunkte verloren? Ich weiß nicht. Ist das. Versucht der Wegpunkt mich zu führen? Ach du Scheiße. Habt ihr hier schon Sachen gelootet? Wie kann das eigentlich sein? Der hat schon eine Fackel! Alles klar. Ich nehme hier auch eine Fackel. Hier, komm mal, hier liegen Fackeln und so. Aha. Wo? Nur 3 Damage. Schön. Grispaw, danke schön, Mann. Danke für Mountain Blade als Bandit. Gerne. Wenn ihr den Mountain Blade Run sehen wollt, für euch auf YouTube oder auch auf Twitch, den gibt's auf dem Let's Play Channel. Ich habe einen Run gemacht, wo ich als Bandit unterwegs bin. Dankeschön für die Dono. Dankeschön. Kann man das hier eigentlich kaputt schlagen? Das ist mir alles kaputt schlagen. Eine Kiste. Ich meine, hier ist nichts. Bleib weg. Du hast 3 Goblins bei dir. Weg. Ja. Geh mal weg da. What the fuck? Benutze ein Terraform im Werkzeug oder Sprengstoff, um dich. Oh, weg, das war's für dich. Um dir einen Weg durch die Trümmer zu bahnen. Oder back dich wie Slice einfach oben durch. Ah, das steht nicht da. Explosive Schwarzpulverkugeln können geworfen werden. Explosive Fässer werden aus der Ferne gezündet. Ey, du hast es kaputt gemacht. Voll geil. Clever. Ja, ich hab die Sachen. Nice. Wo hast du das Zeugs denn her, Mann? Es lag da so rum. Ah ja, das lag da so rum. Alles klar, Mr. Goblin. Und die Kiste ist auch schon leer.
Ich krieg die Krise. Alles klar. Darf ich mal wenigstens das Buch lesen? Da lag das wohl so rum. Ich verstehe. Also, ich nehme mich mal schnell raus hier. Kommt zusammen, wir trinken. Eine Ode der Königin, einst von den Jungen. Drei Kinder auf dem Arm, der Becher voll, und wenn sie laut dachten, dann hat sie gesungen. Met in meinem Becher oder füllt ihn mit Rum. Lieber zu viel Trank als nichts zu tun. Zu wenig geht nicht, also seid's geteilt. Trinkt lieber zu viel, auf das ihr verweilt. Lieber Met in meinem Kopf und auf der Flucht, als meinem Kopf auf einem Spieß. Bar jeder Sucht was? Hol Rum und Met und in den Becher rein. Den Becher auf den Kopf, lasst das Trinken nicht sein. Ich hab das Gefühl, da mag jemand Met. Ja. Ich hab das Gefühl, die ganze Innen in eine Richtung hier wieder einfach zu stellen. Ich hab dir was geschenkt. Was hast du mir denn geschenkt? Guck mal die 4. Drück mal die 4. Also du hast mir eine Axt gegeben. Voll geil, danke Mann. Kabu, magst du mir schnell sagen, wo du das Sprengstoffzeugs gefunden hast? Lag das hier in dem Das lag hier. Ja. Da wo ich. Oh, mit Plündern. Holzscheitel. Du bist voll stark. Ganz einfach. Das ist auch so. Wir gehen in eine Mine rein, ne? Alles ist aus Holz, wir gehen aus der Mine raus, es ist einfach nur noch nichts mehr da. Es ist einfach, alle Stützen sind weg, die Treppen sind weg, ist einfach leer. So ungefähr habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt, ja. Ah, so blockt man, ja. Okay, cool. Ich nehme nochmal die Fackel nach vorne. Hat ihr denn eine Fackel? Nein. Nein. Nicht mehr. Okay, warte mal, schnell. Halten und werfen. Hier. Danke. Okay. Max 100. Okay, irgendwas ist runtergegangen. Wir laufen gerade runter. Nicht du bist runtergegangen, sondern die Lebensanzeige ist runtergegangen. Oh, Miasma. Aber wir dürfen nicht zu lange im Miasma sein. Oben hat es einen Timer, I guess. Oh, ein Buff? Ah. Nein, Debuff. Hier ist ein Vieh. Oh. Du hast die Waffe. Angriff! Was für ein Vieh? He's dead now. Okay. Da ist noch einer. Ja, ich verstehe schon. Ich nehme das mal. Hey. Okay, ich muss echt schnell klicken. Ich darf eigentlich gar nicht lesen, was drin steht. Ich muss einfach nehmen. Und dann nachher lesen, wenn ich es schon in meinem Inventar habe, Mann. Unglaublich. Okay, was ist das für eine Kugel? Wachst du an einem der letzten besuchten Leuchtfeuer wieder zum Leben? Ja, mit Fallen kennt sich Slice aus. Er ist wieder da. Okay. Win. Wir machen das. Yeah. Sehr schön. Haben wir was gekriegt oder haben wir einfach nur was kaputt gemacht? Nee, Holz. Okay, ihr habt schon aufgenommen, alles klar. Ja, klar. Hab die ein Makro gemacht, um sofort Hardware direkt aufzunehmen. Ja. Jawohl! Wir spielen schon ein Weilchen zusammen, sagen wir es mal so. Verstehe, ihr seid gierige Goblins. Warum kann ich das nicht nehmen hier? Weil du ein gieriger Goblin bist. Das stimmt, aber trotzdem, warum kann ich das nicht nehmen? Okay, warte mal schnell, hier ist ein Schutz ausgeruht. Komfort, Level 5. Kann man das kaputt machen? Ja. Oh, next. Dietrich. Hat irgendeiner von euch vielleicht noch Sprengstoff? Yes. Ja, wo bist du Kannst denn? Kannst du bitte kurz zu mir kommen, bitte? Hier, machen ja. Sie. Oben siehst du dieses Loch hier? Siehst du dieses Loch hier? Machen Sie bitte da. Was, wo da? Was für ein Loch? Was laberst du? Guck mal, da ist eine Kiste. Unter der Treppe ist eine Kiste. Ja. Du kommst von der anderen Seite. Du kannst auch einfach hingehen und öffnen klicken, dann geht das Ding auch auf. Fuck! Ich kann mal meine Waffe raus. Ey! Das ist jetzt schon sehr nett. Ich muss alles schlagen, um es zu fühlen. Ja, alles klar, du hättest eigentlich einen Ork machen sollen, ganz ehrlich, Wack. Ich habe keine Waffen. Sonst würde ich auch gerne mit was anderes schlagen als meine Fäuste. Okay, wir haben hier. Achtung, ich muss mich lesen schnell.
Nein, ich bin Stufe 2. Stufenaufstieg. Jasmina, yeah. Ist es wahr? Die Erbauer haben dich angerufen. Zurückbleiben, während der Rest von uns ruht. Willst du da sein, wenn ich erwache? Bitte, du darfst nicht von meiner Seite weichen, bis du bist mein Ein und Alles. Warum muss ich... Ja? Die Ratte. Warum muss ich alles ändern? Ich vermisse die alten Zeiten, als wir zusammen reisten, Seite an Seite. Du hast mich neben dir verweilen lassen. Ups. Du hast meine Hand gehalten und jetzt? Wozu diese Geheimniskrämerei? Ich dachte, du könntest dich mir anvertrauen. Ich will nicht, dass die Erbauer zwischen uns stehen. Ich verliere noch das letzte bisschen an Glauben. Wenn du schon gehen musst, gib mir wenigstens einen Abschiedskuss. Von Herzen, E. Ja, ich glaube, die Inneneinrichtung war mal sehr schön, bevor alles kaputt ging und wir kamen. Ja. Naja. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo bist du? Ah, da. Jo. Mach mal Holz kaputt. Kannst du das Holz kaputt machen da? Mission befreit den Tobi, war erfolgreich, let's go. Level 2. So, wir müssen eigentlich da diese 100... Digga, was schlägst du dann alles? Es gibt keine andere Art und Weise, die Materialien abzubauen, beziehungsweise die Sachen vom Tisch abzubauen. Du weißt doch gar noch nicht, ob du das brauchst oder ob du einfach viel Müll mitnimmst. Egal! Besser haben als brauchen. Okay. Wir kommen sicherlich nicht nochmal zurück hierher, von daher. Okay, hier nochmal lesen. Tagebuch eines Hauptmanns, Tag 1. Halte die Krypta bis zu deinem letzten Atemzug. Dies waren die Worte des Erbauers, bevor er mit einer Handvoll unserer besten Krieger eintrat. Es war das erste Mal, dass ich einen seiner Art gesehen habe, und es wird wohl auch das letzte Mal gewesen sein. Sein Gesicht hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Mein Leben und das meiner verbleibenden Soldaten unterliegt einer heiligen Pflicht. Hauptmann Arkwright. Okay. Es gibt kostbare Knochen. Was? Nichts. Plündern. Was war das? Oh, das ist ein kleiner... Ist das ein Hase? Er rennt vor mir weg. Was ist das? Das ist ein Hase, ja. Rohes Fleisch. Aber, guck, kaum ist der Hase tot, ist schon Slicer. Jo, hier ist ein kleines Monster. Du schaffst das schon. Ich habe keine Waffe. Ich glaube an dich. Interagiere mit Lagerfeuern, um Essen zu kochen, oder setze dich mit X in ihre Nähe, um ausgeruht zu werden. Okay. Wie man sieht, aber wir alle drei immediately aufnehmen. So, wir haben hier nochmal Text. Wir kriegen übrigens XP für die Sachen, um die Sachen zu lesen. Ein erholsamer Schlaf, endlich eine Pause von der mühseligen Arbeit. Meine Knochen schmerzen, aber mit der Wärme eines Feuers, einem Unterschlupf und etwas Schlaf, sollte ich mich gut ausruhen können. Das Essen wird knapp. Ich habe gehört, dass sie eine Expedition planen. Zum Glück habe ich einige Rationen unter meinem Bett versteckt. Sie werden eine gute Mahlzeit abgeben, wenn sie über dem Feuer gekocht werden. Also im Grunde genommen gibt uns das Spiel hier die Tipps. Wer greift jetzt was? Ach, schon wieder da. Okay, naja, ich bin da. Okay, hier ist wieder Miasma. Wo holt ihr die ganzen Viecher eigentlich her? Bitte? Wo ihr die ganzen Viecher herholt? Komm halt so. Die spawnen einfach. Okay, ich verstehe. Ah ja, Wake hat ein Schild und einen Knüppel. Das kann er noch effizienter sich Sachen kaputt machen. Ja, tatsächlich. Verstehe. Es gibt Holz. Zeugs zu mitnehmen? Ah, okay, was haben wir hier? Was ist eine hervorragende Vitalitätsquelle? Trinke es, um deine Ausdauer zu verbessern und sie schnell zu regenerieren. Okay, ich trinke mal schnell. Ah, oh, cool. Ich kann hier Wasser ernten. Also ich krieg... Was habe ich das jetzt im Inventar oder was? Hier werden alle entdeckten Rezepte für die Handwerksstation gespeichert. Ja, danke. Du kannst dieses Symbol auswählen, um schnell verschiedene Kategorien zu navigieren. Hier findest du die Anforderungen. Okay, okay, okay.
Ich bin ehrlich, ich würde vorschlagen, wir gehen zuerst mal da zu diesen 36 Metern, da nach hinten, wo wir hin müssen. Mhm. Alright. Da sollen wir wohl das erste aufbauen. Und dann können wir immer später noch die Sachen erkunden. Position erreicht. Okay. Grober Stamm. Soll ich mich unten rechts einblenden? Eigentlich habe ich hier eine perfekte... Warte mal. Machen wir das mal so. Aber unten links nicht am meisten Sinn macht. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Inventar öffne. Ja, Chat, sag mal, wo findet ihr es am besten? So, Position erreicht. Okay, J für Tagebuch. Tagebuch, Quest. Ja, natürlich auch hier. So, also. Ich lass mal so. Der Flammenaltar markiert den Platz für deine Basis. In deiner Basis kannst du später Dinge herstellen und Unterkünfte bauen. Stelle den Flammenaltar her, platziere ihn, um deine Basis zu errichten. Du musst deinen Altar auf der dafür vorgesehenen Ebene errichten. Du kannst deine Basis überall dort bauen, wo kein Miasma ist. Okay. Also, das ist hier. Erste Basis. Okay. Ja. So, aber wie baue ich jetzt? Ja, auf der Karte anzeigen. Flammenaltar. Dafür brauchen wir Steine. Achso, dann sammle ich mal Steine. Wo finden wir Steine? Wir brauchen Boden. Wie viele Steine brauchen wir denn? 5. Ja. Wie viel hast du? 4. Ich hab 3. Okay. 9. Ich hab genug. Also, dann mach ich mal Handwerk, Flammenaltar, herstellen. Ich schaffe einen Flammenaltar. Ja, super. Okay. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich noch einen Bauhammer oder so, ne? Bauhammer. Stellen die mal her. Okay. Dann mache ich 7. Ah, guck. Seht ihr auch den Rand? Ja. Okay. Wollen wir mal provisorisch einfach so den Anfang hier machen, einfach? Um so behelfsmäßig. Also mit dem Flammenaltar kommunizieren. Next. Ja. Das Ganze hier ist ein bisschen wie. Valheim. Nein, Smalllands. Je mehr du baust, desto mehr findest du das, desto mehrere Sachen. Naja, ja, klassisches Aufbauen. So, du bist nicht alleine. Es gibt noch andere Überlebende. Ja, 3 stehen vor mir. Die in die Krypten der Erbauer schlummern. Erwecke sie, damit sie dich auf deiner Reise unterstützen können. Sei auf der Hut. Einer befindet sich ganz in der Nähe, direkt hinter dem Miasma. Ah, cool. Wir können NPCs also freischalten, hä? Altar aufwerten. Ah, wir können es vergrößern, falls ich das gewünschte Schloss bauen will. Okay. Stärke die Flamme. Tilge die Flamme, um deine Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von dir verzehrt. Platziere Gegenstände werden von dir. Okay. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Bist du Magier? Ja. Aber. Avada Kedavra. Okay. Nice one. Ich hab dir eine Werkbank hingestellt. Ja, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Da auf. Finde den schlafenden Überlebenden. Okay.
Ich will mir ganz kurz mal die Karte angucken. Wahrscheinlich ist der schlafende Überlebende hier. Wie groß ist die Karte eigentlich? Okay, scheint schon ein gutes Stück zu sein, ha? Huh? Eine Baufolge. Wir haben losgelegt. Ah, Leute, wir bauen jetzt unser erstes kleines Zwischenlager. Quest, Werkstätte. Also wir müssen jetzt theoretisch den finden, aber ich würde sagen, wir gucken mal schnell, was wir eigentlich alles bauen können. Oh, wir haben Fähigkeiten. Also Baumodus. Ah, cool. Wähle die Form, mit der du etwas bauen möchtest. Ah, wir könnten... Ja, okay, ich sehe schon. Aber dafür brauchen wir Stuff, ja. Was passiert eigentlich, wenn wir noch einen Alter bauen? Wähle das Material, mit dem du bauen willst, mit... Irgendwie das Material, mit dem ich bauen will, einfach durchscrollen. STRG, wo ist mein STRG? Unten links, erstes Haus. Ja, Control, oder? Das ist Steuerung. Also STRG ist Steuerung für Deutsch, Control auf. Ja. Englisch. Aber irgendwie ändert er das Material nicht, wie gewünscht, deswegen war ich irritiert. Geht das öffne das Untermenü um aus verschiedenen... Hast du vielleicht kein anderes Material? Das ist möglich. Hm. Ah, jetzt reagiert er nicht mehr. Jetzt, weil ich kein anderes Material habe, reagiert er nicht. Vorhin hat er reagiert. Jetzt ist gut, okay. Ja, ultra geil. Wo sehe ich, wie viele Kosten das denn hat? Jungs, habt ihr genug Holzfäller, Axt, okay. Noch ein Garn? Wie kann ich da eigentlich was droppen? Ah, ich habe aus Versehen Trank getrunken. Das fängt ja gut an. Also ich glaube, du gehst in deinen Rucksack und dann ziehst du es einfach raus, oder? Rechtsklick, schenken. Warte, was? Stappen. Bin ich mal. Okay, sind weg. So, Bandage, das ist ein Hammer, das ist Fleisch. Das ist was zu trinken, ich verstehe. Kannst du doch dran machen. Was habe ich jetzt gemacht? Warum regeneriere ich Lebenspunkte? Ach so, ich habe mir das Verband gegeben, ja, Lu. Ach. Ich habe dir ein paar Sachen geschenkt, die sind was baust du die ganze Zeit hier in meiner Nähe? Was willst du? Ich versuche das eigentlich zu... Okay. Ich hab einen groben Steinblock. Ich glaub, Wack jagt was. Nein, warum? Eine Axt. Ich bin da auf Holz, Faller, mich Spitzhacke. Was bringt mir der... Garn. Wie bitte? Bringt mir der grobe Steinblock jetzt? Ich hab keine Ahnung. Zum Lagern. Das ist kein Met. Das ist der Trank. Doch. Wir haben vorhin gelesen, dass man so viel trinken soll, wie geht. Also werden auch sofort alle Tränke getrunken. Keine Ausnahme. Ich höre einen Wolf. Ja? Was ist ein Wolf? Ah, okay. Also die Welt sieht ja mal... Wow, voll geil. Wo bist du denn? Weg? Ja. Ja, ich bin da. Vor dir, Wolf ist vor dir. Ich glaube, der backt den Stein. Ja, backt. Schnauze, Wolf. Es ist voll schön hier. Eigentlich hätten wir ein bisschen mehr an der Kante bauen sollen, ne? Halt, steht hier nichts mehr an Bäumen. Um die Aussicht ein bisschen zu genießen. Okay. Ich erkunde hier mal ein bisschen. Was ist das? Oh, ein Pilz. Soll ich den essen? Ich hab eine Mauer gebaut. Super. Damit du nicht runterfahren kannst. Ja, wenn ich den Pilz erste kriege, ich plus 1 Intelligenz. Was? Wenn ich von der Mauer runterspringen kann. Achso, okay. Verstehe. Ach so geht das. Ich verstehe. Sind das Bienenstöcke hier? Bist du auch nicht speziell?
Ja, aber die Bienen mögen das nicht. Okay, okay. Greifen die mich jetzt an? Ja, total. Oh, oh Gott. Okay, ja, die sind ziemlich stark. Loot. Ich habe Wildbienen angelockt. Mhm. Tobi, komm mal bitte in meine Nähe. Kurz. Boah, noch wie? Okay. Ich hab Freunde gefunden. Ja, ich bin da nett. Tö das. Danke. Ist tot. Da hinten geistert nochmal einer rum. Ich muss ehrlich sein, ich will eigentlich unser Lager nicht so in der Mitte bauen. Die Bienen greifen jetzt euch an. Ich bin doof, ich hab den Bienen. Ja, hier, vor mir. Siehst du mich? Da. Oh. Mach mal Avada Kedavra da bitte auf die. Nein, rechts von dir. Ja, ich das Auto. Das Auto, oh, so Ding. Ich war echt stark da. Ach so, kann man eine Rolle machen, cool, mit Control. Jetzt baust du da, Alter. Wir haben einen Besuch. Ja, ich weiß nicht von wem, aber. Von den Dudes da hinten, ne? Wir hatten. Ich will eigentlich unseren Kollegen suchen, was meint ihr? Könnten wir mal anfangen. Oder wir bewegen, ja. Doch, nein, suchen wir den. Am Weg hast du nicht so eine Bären oder sowas? Die kannst du essen, dann kannst du regenerierst du Leben. Mhm. Willst du einen Trank? Nö. Alles gut. Ja, wir sind hier falsch. Oben ist der Wegpunkt, das Ausrufezeichen. Folgt mir. Meine Schere. Okay. Ja, da links sind nochmal Viecher. Ja, Buch der Zauberer. Sag, was du willst. Effektiv. Die halbnackte Gang schlägt zu. Ah, schön. Also, wir laufen mal in die Richtung, wo wir müssen. Blutwach. Kann man hier runter? Ui. Looten. Ach ja, das kommt mir bekannt vor. Ist dunkel. Achso, da hat er wirklich die Zero gelootet. Es ist auch wieder Miasma. Okay. Was? Ich hab. Tu doch nicht Nägel. Ich liebe sowas nicht. Also wir müssen, glaube ich, in Richtung von diesem Turm. Oben haben wir einen Weg. Ich lauf da jetzt hin. Jo. Okay, Garn. Oh, die Pflanzen sind. Okay. Pflanzen sind Garn. Wenn die fertig sind, steht aber nichts mehr da. Kein Stein, kein Baum, keine Pflanze, nichts. Okay, da unten müssen wir hin. Weiß ich nicht. Wir gehen mal rüber, ne? Über die Brücke. Hallöchen, Glühwürmchen. Jo, ach so, ihr geht weiter, ich komme nach. Ja, sag ich doch. Ich habe mich überhaupt nicht abgelassen vom Glühwürmchen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Alles, was im End. Du kommst hier ohne Greifhack nicht weiter. Such stattdessen einen Weg durch das Miasma. Ja, okay. Ich geh mal hier runter, ja. Das hier sieht mir nach dem Weg runter aus. Und wenn ihr Waffen habt, hortet nicht alles bei euch, ja? Teilt es. Ja, ich hab nur einen Zauberstab und eine Keule. Ich sag nur. Kannst du ja herstellen. Okay, hier kann man wieder Sachen lesen. Ich lese währenddessen nie wieder alles stillt. Wir sind hungrig, okay. Wir müssen die Brücke zerstören und damit unsere Versorgungsroute. Aber es hat funktioniert. Wir haben keine Plünderer mehr gesehen, die Flammen, Krypta und alles und all im Innern sind jetzt sicher und müssen es auch bleiben. Wenn wir nicht verhungern wollen, müssen wir unser Glück in diesem schrecklichen Miasma versuchen. Beides wird unsere sicher Tod bedeuten. Hauptmann Arwright. Das ist wieder der gleiche Hauptmann. Die haben also da oben den Gang verteidigt und sind jetzt darunter. So, ich droppe euch mal, zwei Schilde. Okay, wer hat kein Schild? Wer will Slice? Ein Schild? Ich hab kein Schild. Ja. Ich hab kein Schild. Warst du der das mit das Geräusch? Okay, dir. Nö. Hier oben. Ihr habt das aber auch gehört, oder? Ja. Vielleicht. Dieses Rrrr. Oder ja. Einfach ein bisschen Angst einflößen, auch so wie ich es gemacht habe.
hat jeder von euch ein Schild? Wie kannst du ein Schild ausrüsten mit einer fucking... Du packst ihn in ein Slot rein. Ah, und dann landet es automatisch rein, ja. Ja, wieder. Ich hab's wieder gehört. Aber jetzt bricht der Tag gerade so spontan herein. Chat ist Lautstärke immer noch gut. Oder soll ich einen Ticken lauter? Oh, hier, nochmal lesen. Tagebuch eines Hauptmanns, Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Sie konnten uns bisher nur gerade so am Leben haben. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben halten. Vielleicht überleben wir den nächsten Tag nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Easy. Holzpfeile, sehr schön. Zauberstab kann man sich herstellen? Ja. Willst du eins? Oder willst du dir selber eins machen? Ich will mal gucken, wie das geht. Handwerk okay. Wahrscheinlich. Ihr habt ja, genau. Wahrscheinlich von diesen Viechern, die ihr getötet habt, dieses Zeugs, das man aufnehmen konnte, ne? Also ich bleib mal im Nahkampf mit dem Schild und so. Hab ich auch. Mach ich auch. Bogen. Ich will einen Bogen. Auch Äste und Garn. Warte ganz kurz. Ja, zum Glück haben wir weg den Alles-Sammler. Der hat wahrscheinlich schon wieder alles. Der könnte wahrscheinlich. Ja, ich geb dich mal wieder. Ich laufe ins Mir erstmal runter. Wird sicher nichts schief gehen. Bleib auf dem Pfad, auf das du nicht der Brut des Miasma zum Opfer gefallen mögest. Die Erlösung ist nah. Okay. Kommt ihr? Bloß wissen, wo der ist. Okay. Ist anders. Schenken. Also wir müssen auf dem Pfad bleiben. Ah, die Lichter gehen an, weil wir sind glaube ich Flammen geboren. Ich noch mal eine Munition dazu. Dovahkiin. Ja, nicht von. War nicht so Flammen geboren, ne? Nein, ja. Das ist Drachen geboren, das ist was ganz anderes. Ah, was? Oh, was ganz anderes. Okay, ich habe einen Ring gefunden. Und das ist eine Pflanze, die sieht ein bisschen so aus, als ob sie explodiert, oder? Das ist richtig. Brauche ich Äste, weil ich brauche Pfeile zu dem Bogen. Warte, ich hab dir. Wie kann ich die schicken? Rechtsklick auf das Item in dein Inventar und dann schenken. Nice, alles. Ich habe dir mal 17 gegeben. Danke. Ich glaube, ich habe auch noch welche. Und das hier schenken. Alles, so. Damit bist du unser Bogenschütze, hä? Plündern, hey. Wasser. Ich habe Wasser geplündert. Ich bin so badass. Ich bin so ein bisschen Nestle, wisst ihr, einfach. Weil ich Schweizer bin. So. Klaut mir einfach das Wasser. Schwierig. Lassen wir stehen so. Ein kleiner Witz am Rande. Ich trinke mal ein bisschen hier was. Ja, also wie gesagt, die ganzen Sachen mal kaputt machen, gibt immer wieder was. Wir können die Kisten nicht aufmachen, deswegen kaputt schlagen und dann könnt ihr eigentlich ganz gut. Ich laufe hier durch den Miasma. Oh, Rezept freigeschaltet, schön. Ja, ich will den Dude befreien. Das wird irgendwie stark. Komm, Turmfilter. Ja. Bleib nicht zu lange drin weg. Ja, ich hab noch 3 Minuten. Oh, voll schön. We got you, brother, we got you. Du weißt nicht, wie lange der Weg noch ist. Ist okay, ich komme nach. Oh Mann. Beim Looten hier gehindert. Man kann hier klettern, voll gut. So, wir sind wieder oben. In Freiheit. Irgendwie. Achso, man braucht Ausdauer dazu. Ja, lassen wir mal so stehen, ja? Das sah aus, Alter. Ja, hier können wir kochen. Das sah aus. Schön. Hier können wir schlafen. Hier kann ich Sachen kaputt machen. Ich würde sagen, ich nehme die Sachen nur, bevor ihr sie nehmt. Und ich lese mal wieder. Gibt immer XP, ne? An alle, die ihre Augen auf mein wunderbares... Nein, lass mich noch einmal beginnen. An alle Reisenden, meine Großartigkeit hat dieses Gebiet erobert. Nein, ich fürchte, das ist auch nicht richtig. Die Brücke ist fast fertig und ich finde verdammt nochmal keine Worte, um meine Freude auszudrücken. Was für ein Glück, dass eine Mine, die uns so nah ist, solche Reichtümer an Erzen liefert. Aber eins ist sicher.
Ich werde diese Brücke nach meiner lieben, verstorbenen Tante 5. Grades Breelin nennen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob sie sich geschmeichelt fühlen würde, wäre sie noch am Leben. Denn sie und die Brücke haben nicht nur den gleichen Namen, sondern auch dieselbe raue Natur. Ja, und wahrscheinlich auch etwa die gleiche Füllmenge. Gezeichnet Kate Hawthorne. Okay. Da gab es wieder XP für uns. Plündern. Stofffetzen habe ich in dieser Vase gefunden. Ich sag's dir immer wieder, ne? Ich hab dir schon zugehört. Ich kommentiere nur die Dinge, die ich tue. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lautstärke zu leise ist, aber ich mache einfach mein Headset ein bisschen lauter. Also Chat, ne? Ich hoffe, für euch ist wirklich gut. Ich koche auch mal schnell was. Ich habe nämlich ein Hähnchen getötet. Ein Hase getötet. Aber ich kann so braten, dass es wie Hähnchen schmeckt. Deswegen, nein, Spaß. Platziere Nahrung in deiner Aktionsleiste, während du hast... Aha. Um sie zu kochen. 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 Okay. Und was... Kannst du aufhören, das Feuer zu schlagen, bitte? Hab ich das jetzt... So geht das. Okay, alles klar. Hab ich's gegessen? Ich glaube, ich hab's aus Versehen gegessen. Wenn du das zu lange drauf hältst, verbrennt das. Kommt man hier nochmal weg? Ich mache es jetzt in die 6 rein. Ah, zum Kochen halten. Okay, ich hab's gegessen. Roh. War voll gut. Passt schon. War gut. Was soll schon schief gehen? Okay. Ich hab Teer. Das war total die Absicht. Scheiße. Er hat's halt noch gesagt, literally 2 Sekunden vorher. Ja, ja, tatsächlich. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie lange zu lange ist. Ich hab rote Pilze gefunden. Will jemand einen Sub nach? Danke. Hey. Ich? Okay. Lass mal hier bitte weitergehen. Ich will den Dude finden. Let's go! Finden wir den Dude. Oh, das ist die Brücke, by the way. Da steht einer drauf. Naja. Kannst du aufhören, auf mich zu schießen? Ich hab kein Damage. Mehr. Total enttäuscht. Es geht mehr ums Gefühl. Sammeln. Glühwürmchen, nett. Okay. Büsche können dich verbergen, wenn du dich... Oh, okay, C rein. Oh ja, gute Idee! Ich bin so froh, dass der Busch uns richtig lange... Okay, also Bogen ist ultra weird. Deswegen... Zauberstab. Verstehe. Okay. Wasser, Holzscheitel. Drücke C, um dich zu verbergen. Ja, da machen sie ja mit dem Busch kaputt. Ja, lief gut. Ich habe das Gefühl, warte. Das sieht mir nach einem Explosiv-Dings aus da. Kann man leider mit einem Pfeil auf dieses Fass schießen? Nicer Pfeil, by the way. Danke. Geht auch so. Ich bin beeindruckt, du hast mit Eis was zum Explodieren gebracht. Oh. Hier kannst du die Ausrüstung reparieren. Ah, nice. Kann man das hier abbauen? Alle Gegenstände repariert, sehr sweet. Was? Gerade gegenseitig Damage? Naja, ihr macht mal, ich lese hier. Noch ein Fehlschlag. Der Seelenkessel wurde während des Tests zerstört. Die Ratte, die ich benutzte, wurde von der Flamme verkohlt. Ein heller Blitz, dann war alles weg. Zum Glück war ich nur vorübergehend geblendet. Ich habe mir ein neues Subjekt verschafft. Wieder eine Ratte. Igni. Hoffentlich bahnt sie uns den Weg zur Erlösung. Weitere Rückschläge kann ich nicht akzeptieren. Ich werde dafür sorgen, dass das Seelenkessel hält. Warte. Dass das Seelenkessel hält? Okay. Als ob mein Leben davon abhinge. Und das tut es wohl auch, Balthasar. Next, hier oben ist noch was zu lösen. Alright. Direkt straight über dir. Ah, hier eine Leiter.
Kann ich ab. Oh, hä? Okay. Hast du das gesehen? Hm? Warum hat es mich so nach rechts geschoben? Riesen. Eureka! Bei den Erbauern, ich habe es geschafft. Equilibrium. Das Subjekt verwest nicht. Unberührt von unerbittlichen Fluss der Zeit. Die Seele einer Flamme in einem sterblichen Körper. Igni ist der Beweis. Wir können überleben. Wir können das schaffen. Diese Seelenkessel werden unsere einzige Chance gegen das Miasma sein. Wir haben keine andere Wahl. Balthasar. Die Frage ist, hat er wirklich gerettet oder hat alles getötet? Ihr habt echt ein Aggressionsproblem. Nee, eigentlich nicht. Klar, wir spielen League. Es wird so einfach... So. Es wird, ja, okay. Materialien, Brother. Es gibt Materialien. Und da es keine andere Möglichkeit gibt, das zu bekommen, you know, then you musst ein bisschen hauen. Okay. Hier können wir rein. Krypta der Erbauer, Schmied. Gehen wir rein. Okay, da scheinen sie Sachen zu looten. Oh. Was ist das für ein Dude? Effektiv. Ja, Frost scheint effektiv zu sein, ne? Looten! Alles meins. Oh mein Gott. Ey, da unten kriegt irgendetwas Schaden. Ja. Überlebende aufwecken. Oswald Anders, der Schmied. Oh, wir haben Schmied. Okay. Beschwöre den Überlebenden, Tagebuch J. Okay, warte mal schnell. Beschwöre den Überlebenden. Du hast einen Überlebenden gefunden. Bringe ihn mit dem Beschwörungsstab in dein Zuhause. Alles klar. Hat jemand schon einen Dietrich? Lesen, ich habe einen Dietrich. Mach nachher gleich, warte schnell. Wage dich hinaus. Es ist vollbracht. Der Seelenkessel ist empfindlich und fragil, aber voller Potenzial und Hoffnung. Der Erste, der hineingeht, wird unser Prototyp sein. Ein neuer Funke in einer erloschenen Welt. Glücklicherweise hat sich der Schmied freiwillig gemeldet. Er muss die Krypta betreten und schlafen, bis er wieder geweckt wird, damit er nicht in die Ewigkeit entschwindet. Möge sich aus der Asche einer vergangenen Ära ein neues Zeitalter heben. Balthasar, er hat es also geschafft. Er hat die verdammten Dings gebaut hier, um die Leute am Leben zu halten. Er, das hat er auch mit uns gemacht. Nice. Die hier sind wahrscheinlich gestorben. Hm? Wenn du dich auslöst, musst du gerade öffnen, mit Hilfe der Schnellreise nach Hause zurückkehren. Rufe die... Ah, cool. Wir könnten theoretisch uns sofort... Ne, ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Anführer-Chat, ne? Also ich laufe rein, ich lese die Sachen und meine Schergen, die flitzen sofort los, um alles abzubauen und die Ressourcen mitzunehmen. Und wenn ich was brauche, sage ich, hat jemand ein Schild? Ja klar, drei. Welchen willst du? Den silbernen oder den eisernen? Oder den aus Holz? Alter Schwede. Es wird auch alles versucht abzubauen. Herr Hauptmann, können wir nicht zu dritt das ganze Ding nach Hause tragen? Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich auch nicht. Okay, Charakter. Ah, wir können noch leveln, by the way, ne? Habt ihr das gesehen? Cool. Ah, hier kann man auch die ganzen Sachen ausrüsten. Gleichangriff. Ich wollte hier nicht die Freude direkt nehmen, die alles callen, was man alles machen kann. Ah ja, ich habe ja noch einen Ring. Ausdauerpunkte und Lebenspunkte, ja. Was? Nichts, ich habe meinen Charakter gelacht. Der ist auch witzig. Die Art und Weise, wie er gerade zugeschlagen hat, war tatsächlich so. Indeed. Also wir könnten eine Schnellreise zurück machen, tatsächlich. Ich will aber eigentlich noch schnell fertig erkunden hier draußen, ne? Ja, gerne. Erkunden wir fertig. Können eigentlich auf den Weg zurückgehen und erkunden. Naja, hier hinten geht's nochmal hoch, ne? Aber weg steht schon da. Da hinten ist ein Haus. Ein Damage! Du trollst! Ein Damage! Ja! Wir sind auch in Stufe 3. Nächstes lässt sich mit dem Baum ganz schön sein. Was macht er? Okay. Ah, wo seid ihr denn jetzt hin?
Kann man Zauber Schrein der Flammen plündern. Okay, können jetzt hier uns wiederbeleben. Auch noch plündern. Ich wusste, ich kann noch kritten. Komm! Yes! Ich finde die Welt voll schön. Ja, easy, brother. Nächstes lässt sich mir ganz schön Zeit. Naja, das Ziel ist ja, dass ich meine Schergen zuerst mal möglichst viel abbauen lasse. Ne? Also Kaboom macht gerade. Weißt du, Beispiel? Da kommen. Honig. Okay. Okay, was haben wir hier hinten? Was ist das? War das einer von den Dingern, die explodieren? Hast du noch Sprengstoff dabei? Jetzt bin ich mit Sprengstoff dabei. Okay, weg. Okay. Ich interessiert, ob ich mit Sprengstoff schneller abbauen kann. Grobe Feuerstein. Ne? Ja, mach mal. Hast du Material gekriegt? Nö. Gut. Aber du kannst es lächerlicher machen. Okay, ich muss schnell. Ja, Irgendwie bin ich ein Stück weg von euch. Mhm. Sind noch weit weg? Garn überweg für die Spitzhacke? Where the fuck, Slice? Musst du dich nach Hause teleportieren? Ja. Hast du sehen? Okay. Soll ich dir ein Base-Ding hinstellen, damit du dich teleportierst? Düge, düge, hole. Kannst du das? Düge, düge, hole. Ja, müsste können. Hast du noch eine? Nein, wir haben doch hier so ein Wiederbelebungsdings. Kannst du dich zu diesem Wiederbelebungsdings porten? Also ich kann auch einen Flammenhalter bauen. Um ihn dann wieder abzureißen? Ich weiß nicht, ob man den wieder abreißen kann. Ja, du kannst ihn wieder abreißen. Ich weiß nur nicht, was mit dem Zuhause passiert, wenn du den baust. Aber mach mal, wir haben ja eh noch nichts gebaut. Der ist da geblieben. Kommunizieren, diese Batterie muss ein ganzes bisschen nehmen. Die Frage, die sich mir stellt, ist das eigentlich ein Höhleneingang? Hat denn jemand noch eine Spitzhacke über? Und die. Hast du keine bauen? Ich bin wieder runtergefallen. Ich hab keinen Garn. Okay, warte mal schnell. Ich schau mal schnell. Also wir können uns. Ich hab Garn, aber keine Äste. Warte, ich drop dir schnell das. Ich schick dir das Garn schnell rüber. Mhm. Ah, hast es. Das hört sich aber echt nach einer Höhle an. Ja, es hört sich nach einer Höhle an. Okay, ich kann gerade Platz machen. Also eventuell bin ich wieder gefallen. Aber bist du jetzt zu uns? Mit der Flamme kannst kommunizieren. Kannst du dich nicht teleporten? Ja. Dieser Überlebende wird uns angemessen ergänzen. Positioniere ihn mit einem Beschwörungsstab in der Welt. Du hast ihn hergestellt. Okay. Ja, das machen wir noch nicht. Wir noch niemanden beschwören. Eventuell bin ich auf dem Weg zu euch, ja. Kannst du teleportieren? Ich will kurz meine Sachen aussammeln. Okay, wir machen das schnell so weg. Yes. Wenn du müde wirst, hacke ich weiter. Wieso? Obwohl, es sieht danach aus. Jetzt hier noch weiter? Das sieht nämlich nicht danach aus, dass es noch weitergeht. Ah, aber du. Ach so, aber warte mal, du hackst dich rein. Ja. Das kannst du auch Schein abbauen. Die Frage, die sich mir stellt, ob es dann nicht Sinn macht, von unten ein bisschen nach oben zu ziehen. Statt nach unten weg. Das ist im Sinne von nach hoch. Wir werden gerade fett gebaitet, einfach nur von irgendwelchen Geräuschen von Fledermäuse. Ich glaube, hier ist nichts. Aber das Feuerstein könnten wir noch mitnehmen, oder? Ja, wenn wir schon mal hier sind. Kann nie genug haben. Also ich finde die Reichweite, wie weit du eigentlich da oben abbauen kannst, das ist insane. Ist voll gut. Ja. Also im Grunde genommen alles, was da so angezeigt wird. Kann ich eigentlich Wasser trinken? Ja, wenn du Wasser trinkst, dann regeneriert die schneller Ausdauer. Habt ihr Wasser? Verstehe, ja. 30. Ja, hab ich nicht, aber hallo. Hi. Oh, hi. Hallo. Heute ein bestimmtes Werkzeug? Ja, eine Spitzhacke brauchst du. So, dafür brauche ich Äste und Garn.
Ja. Hast du Garn? Nö. Hat jemand noch Garn? Nee. Ich hab ihn leider gemacht. Moment. Jobst du Garn? Kannst du sie ihm auch schicken? Du hast. Kann ich hier stimmen. Obwohl ist es. Ah, lol. Meine. Danke. Ja. Hey ho, hey ho! Hey ho. Das Digga, Digga, ho! Digga, was ist unser Ziel eigentlich? Das abzubauen, wenn wir schon hier sind. Das ist halt Feuerstein, ich meine, wir werden es safe brauchen, oder? Ja. Das wissen wir spätestens dann, wenn wir es nicht brauchen oder brauchen. Kann ich den hier löschen? Ja, machen. Flammentilgen. Ich hab keine Ahnung, was du mit denen hier meinst, aber machen. Flammentilgen. Dieser Altar ist deaktiviert, das Nachglühen der Flammen bieten einen anderen Schutz, der nachlassen wird. Okay. Ist auch gut, dass ich auch sehe, wo ihr gerade abbaut, ne? Das hat sich jemand, oh, da hat sich jemand wirklich was überlegt. Oh ja, okay, der ist weg. Okay, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ja, man kann das tilgen. Ich gehe nachher schnell zu diesem Schmiededings zurück, um da wieder zu reparieren. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, das reicht, oder? So. Sicher? Naja, wir werden noch mehr finden. Also, nee. Du kannst noch fertig abbauen. Nee, okay, nimm alles mit. Meine Achse ist eh gleich kaputt. Eine Spitzhacke. Ja, das war meine Intention, jetzt zurückzugehen, das zu reparieren. Und weiter abzubauen? Wie bitte? Das zu Hause. Weiter abzubauen? Und, nein, ist ja schon fast fertig. Um dann nach Hause zu gehen, um dann zu gucken, was wir so bauen können. Eigentlich hätte ich so Bock, das unter uns einzunehmen. Sind aber Stufe 3, ja. Ja, wunderbar, wir sind Stufe 2, ein Stufenunterschied macht jetzt nicht aus. Können wir machen, klar. Schleichangriff? Aber ich will zuerst zurück und dann in der nächsten Folge angreifen. Um dann so spannend das aufzubauen. Werden die Abenteurer es schaffen, in der nächsten Folge das Dorf einzunehmen? Erfahrt das am nächsten Mittwoch. Nein, keine Ahnung, wann ich das veröffentliche. Hat jemand rein zufällig dieses zum Reparieren kaputt gemacht? Vielleicht. Ja, es ist nicht mehr da. Es ist einer unglaublich. Okay, also. Nee, das war einfach überhaupt nicht smart. Einfach nicht smart. Einfach nicht smart. Ich gehe jetzt hier rein. Holz treffen. Ich verstehe. Dann gehe ich zurück. Kann ich nicht mehr reinzoomen? Ah, ich muss rauszoomen. Das ist die Flammenkrypta, das ist die Glutwacht, das ist unser Zuhause. Die Frage, wie kommen wir denn nach unten weg? Die Frage. Indem wir jetzt einfach ein Loch in den Boden reingraben, Bro. Weg? Ja. Warte mal. Schenken. Ist das eine Einhandwaffe? Ja. Also ich weiß, wie ihr, runterkommt. Bitte was? Gibt es Salzsteine? Ja. Kann ich schnell warten? Ich mache in der nächsten Folge weiter. Chat, YouTube, klar. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Sehr gerne Feedback da lassen zu Konstellationen, wie ihr das findet in der Gruppe und so. Und in der nächsten Folge geht's weiter, dann werden wir dieses Dorf einnehmen. Frei nach, werden die Abenteurer das schaffen? Okay. Und ja, ich freue mich über die Comments und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.